Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Darkern. Und ich glaube, wir müssten irgendwann mal versuchen, was gegen die Germanen zu machen, ne? Im letzten Teil haben wir nämlich gesehen, dass sie sich gerade auf uns zubewegen. Wir lassen also das Gütenlager mal gerade außen vor. Bei der Gelegenheit bauen wir doch hier noch bitte einen Wachturm hin. Das ist jetzt nicht der beste Spot, aber der ist okay. Wir haben immerhin hier die Furt im Blick. Und wir sind noch im Krieg mit den Makedonen. Heute versuchen wir auf jeden Fall mal erstmal diese Armee hier aufzureiben. Das ist ja gut. Dann kriegt er Verstärkung. Dann können wir die Armee gleich mit frühstücken. Das ist doch super. Okay. Vielleicht versucht er noch mit der Armee den Rückzug anzutreten, aber die werden wir auf jeden Fall versuchen, mit unseren Generälen zu verfolgen. Und dann sind wir auch schon relativ. Dann sind wir auch schon relativ nah an seiner Hauptstadt, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen. Das wird, glaube ich, eine gute Sache. Bitte machen wir die Bogenschützen mal direkt dahinter. Nicht so breit aufstellen. Das braucht man in diesem Total War tatsächlich echt noch nicht machen. Denn die Bogenschützen schießen sowieso alle auf einmal. Der Feind schickt mehr Schwächlinge, um die Linie zu verstärken. Kämpft am letzten Ende der Map, ne? Wobei, ich überlege gerade. Ich würde fast sagen, weißt du was? Lass den da hinten mal stehen. Wir kümmern uns erstmal um diesen makedonischen Kampfverband hier drüben. Na, dann renn halt rein. Kriegsherr ist tot. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gelaufen. Feindliche Armee flieht. Jagt sie. Na also. Gut, das ist doch super gelaufen. Da haben wir die Armee nämlich komplett aufgerieben. Und zwar bevor sie flüchten oder sonst irgendwas machen konnte. Okay, schöne Sache. Dann du hierhin. Das einzige Dumme war, ich habe dummerweise die falsche Kavallerie vorhin zum Angriff auf die Phalanx eingesetzt, aber da die sofort geflüchtet sind, hat es nicht ganz so viel ausgemacht. Ach, rennt mal. Das dauert ja sonst 1 Million Jahre, hoppla. Wenn ich Pause mache allerdings auch. Also die Einheit ist sowieso weg. Die wird er nicht mehr retten können. Wir sehen uns gleich wieder. Ich warte mal, bis die Einheiten am Platz sind.
Dass unsere Einheiten jetzt total erschöpft sind, ist eigentlich nicht weiter dramatisch. Wir können die auch ruhig die ganze Zeit rennen lassen, denn wir werden die über den Moralwert schlagen. Der hat momentan einen Moralbonus, weil er hier auf dem Hügel steht. Aber... ja, ausruhen können wir uns nachher. Ich meine, was will der halt hier auch machen, ne? Junge, unsere Bengels, die sind gerade so lahm. Jagt und tötet sie alle. Die eine hat gar nicht geschossen übrigens. Wir müssen nicht. So, sehr gut. Also zwei makedonische Armeen vernichtet, ohne da irgendwie großartig was verloren zu haben. Das ist auf jeden Fall sehr effizient. Unseren Agenten, den schickst du mir jetzt mal bitte hier runter. Der kann dummerweise... und der auch. Der nicht. Die... Aloeus, der Name, der weckt Erinnerungen an mein Ägypten... ich glaube, mein Ägypten-Let's Play, oh mein Gott. Da gab es diesen Aloeus, den Verrückten, ne? Erinnert euch vielleicht an den Typen, den ich dann irgendwann in die Wüste geschickt habe, um da Türme zu bauen. Okay, Steuersatz, jetzt gehen wir erstmal auf niedrig. 40, alles klärchen. Dann, ja. General. Ich kann mit allen rein, ich weiß nicht, ob ich es will. Aber komm, wir gehen mal mit allen rein. Gehen wir mal mit dem Steuersatz auf hoch. Und ich schlage vor, du läufst mal hier unten hin. Ich würde ganz gerne noch sehen, ob hier unten weitere Agenten rumlaufen. Ja, ob du jetzt noch dahin rennen kannst, das möchte ich hier doch mal ein Fragezeichen hintermachen. Tatsächlich, unsere Einheiten sehe ich aber im Kampf gegen die Germanen als gar nicht so schlecht an. Da habe ich übrigens gerade gesehen, wie der... ja, der attackiert uns jetzt schon. Ich kann ihm die Weiber zumindest platt machen. Ich kann es zumindest versuchen. Wir versuchen es mal. Heute ist ein guter Tag zu sterben, wolltest du sagen? Da könntest du recht haben. Sorry, dass ich das jetzt so Stop-and-Go-mäßig mache. Wie viele haben da überlebt von den anderen Weibern? Eine, ne? Okay. Ätzend. Die da könnte ich noch auseinanderpflücken.
Ja. Der Sieg. Shit. Ja, der Versuch war's wert. Lauft! Wir können nicht weiter. Ja, jetzt wird er belagert, das ist kacke. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Was bist du für ein Bettnässer? Eine Milizhopliten-Einheit. Oh, das ist gut, dass der hier steht. Das ist sehr, sehr gut für uns. Oh, der hat eine Ballista gebaut. Wow. Danke, Germanien. Das Yazigen-Lager wird belagert. Bewegung! Wir können nicht weiter, General. Bewegung! Ja, lauf mal rein und dann... Trenne mich von den Truppen. Lauf vielleicht Stoß doch mal vor. Da hoch. Weiter geht es nicht. Herr, marschieren! Wir können nicht weiter! Der wird noch nicht so bald da angreifen können. Kann ich etwas tun? Ja, mein Herr. Ja, Meister. Ja, mein Herr. Ich kann nicht weiter. Aha. Ah ja, gut. Okay, Schwein gehabt. Da sind schon mal keine großartigen Truppen drauf. Ich möchte gerne einmal. Herr? Begebe mich in Position. Unterwegs. Okay, das sieht gut aus. Beobachte und lausche. Geh nach Thessaloniki rein. Und jetzt. Brich mal die Bewegung hier ab. Rekrutiere noch einen Bauern. Und jetzt greifst du den an. Ja, der kommt nämlich raus. Das ist für uns eine gute Sache. Das ist für uns eine gute Sache. Das Problem ist, jetzt müssen wir seinen General irgendwie ausschalten. Das Schicksal hat entschieden. Heute müssen wir kämpfen. Der Sieg steht auf dem Spiel, aber kämpft wie wahre Wölfe und der Sieg wird uns gehören. Krieger! Nehmt Schwert und Axt in die Hand, greift euch Messer und Bogen. Wir lassen uns weder Ruhm noch Ehre nehmen. Ich gehe sogar viel mehr davon aus, dass wir ihm das nehmen werden. Erst nehmen wir ihm Ruhm und Ehre und dann nehmen wir ihm das Leben. Auch hier gilt eigentlich wieder, schlauerweise greifen wir die Verstärkungstruppen an. Die müssten doch irgendwo von da kommen. Oh ne, doch nicht. Der schwache Feind musste neue Männer rufen. Ha, noch mehr Köpfe, die unsere Krieger triumphal abschneiden können. Es dauert jetzt ein bisschen, bis meine Truppen in Position sind. Solange schneide ich das mal raus. Wir steigen kurz bei dem Moment ein, in dem ich seine Ballista chargen möchte.
Und solange sich seine Truppen hier passiv verhalten, ist es gut möglich. Ich habe das vergessen, dass der noch mit der Ballista zusätzlichen Juice hat. Der muss sterben, jetzt der General. Der darf nicht abhauen. Ich glaube, wir haben ihn, oder? Der feindliche König trinkt mit seinen glorreichen Ahnen. Seine Männer fürchten uns zurecht. Oh. Angreifen. Alle. Jesus Maria, können die laufen. Die Hundesöhne. Fallen dummerweise nicht sofort um, wenn man sie von hinten chargt. Es ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. Dummerweise ist ja einer, glaube ich, vollständig geflüchtet. Oh shit, warte mal. Der wird auch entkommen. Blöd. Ah, das war nicht gut, die Ballista so früh zu chargen. Das war ein strategischer Fehler. Wir werden herrschen. Befehle? Ja, das war wirklich ein großer Fehler sogar. Herr General, General. Jetzt kann ich hier nicht mehr angreifen. Na. Doch, warte, wir können noch was... Ah, nee, ich will aber nicht da mit dem Bauern raus. Okay, gut, dann haben wir Pech gehabt. Habe ich blöd gemacht, mein Fehler. Kommen wir ja nicht drum rum, ne? Ist halt kacke. Ich überlege, was wir hier brauchen. Ganz kurz Schützenplatz Stelle haben wir statt Kaserne, also wir können unsere Einheiten alle hier rekrutieren, das heißt wir brauchen Bilasora nicht unbedingt, wenn Thessaloniki nämlich an uns fällt, dann reicht uns das ja. Das heißt dann gehen wir mal auf Zufriedenheit und bauen hier mal eine Taverne. Den Griechentempel, den lassen wir mal hier noch stehen. Ansonsten bauen wir ja aus. Ein weiterer Bogenschütze ist hier auf jeden Fall gut. Wir haben noch einen Bogenschützen in Thyles rumstehen. Warum steht denn der hier nochmal? Geh mal zum Getenlager. Ich meine, da können wir auf jeden Fall noch eine Verstärkung gebrauchen. So ein bisschen was zumindest, ne? Okay. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Hallo. Da ist auch ein britischer Diplomat, glaube ich. Ah, der nimmt das nicht an, weil der Senat das, glaube ich, schon hat. Gierig. Ja, jetzt müssen wir hier aber echt was machen. Pass auf, wenn du mal angreifst hier. Ja, okay, super. Okay. Bei Einbruch der Nacht werden Fehler. Ja, ja. Bei Einbruch der Nacht wird das hier trotzdem eine ganz einfache Nummer sein. Vor Einbruch der Nacht selbstverständlich auch.
Ihr stellt euch bitte hier hin. Ja, die anderen will ich da gar nicht großartig drin haben, ne? Der Feind fürchtet sich. Er hat noch mehr Männer geholt. Egal, die Toten zählen wir nach dem Sieg. Ja. Unsere Krieger haben den Feind von seiner Mauer vertrieben. Das war wichtig. Der Weg zum Sieg liegt vor uns. Hör du jetzt auf. Wenn die anderen schon drin sind, ist okay, dann reicht uns das. Der lässt sich hier so wegknallen. Die Einheit sehen wir auch. Die glitscht oder buggt hier irgendwie. Der Typ, der schwenkt die ganze Zeit den Arm wie so ein Verkehrspolizist. Stirb, 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 stirb. Kommando, tot. Fliegendes Suizidkommando. Der Kriegsherr des Feindes flieht wie eine verschreckte Ziege. Egal, Ziegen kann man gut verspeisen. Ziegen kann man gut verspeisen. I know. Und? Boah, viel zu lahm, die Bengels hier. Langt der Charge in den Rücken für gewöhnlich schon aus. Lass mich raten, Ziegen kann man gut verspeisen. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. So ist es. Mal da weg. Einheiten! Der schießt ernsthaft auf mich. Wow, der hat mir sogar Hotte Hüß gekillt. Das war's jetzt aber zumindest mal für die Bogenschützen. Denn wir wissen ja. Oh, jetzt rennen doch nicht in die Miliz rein. Die können nichts, aber gegen Pferde frontal können die tatsächlich was. So, greift den an. Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsere Krieger würden eher sterben, als zu fliehen. Aua. Oh, shit. Oh, die waren im Nahkampf. Die sind in den Nahkampf gelaufen. Ihr Heckenpanne. Oh, ihr auch. Warum? Oh nein, der Plänkelmodus. Ich sehe es gerade. Aua. Okay. Pass auf. Trick.
Ja, von hinten packen wir die doch. That's what she said. Das ist kein Kampf mehr. Sie? Well, that's what I said. Muss ich eigentlich sagen, ne? Okay. Boom, gib mich Geld. Okay. Das Dumme ist jetzt nur, wir werden gleich angegriffen. Oh, Elite-Schwertkämpfer, eine Runde. Elite-Bogenschützen, Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben jetzt schon die Top-Tier-Einheiten. Ne? Ja. Ah, wir haben aber viele Einheiten zurückbekommen, das ist auch gut. Mal den Bauern lässt man bitte raus aus der Nummer. Also bitte hier noch eine Kriegsbande. Und Nahrungsmittelproduktion juckt mich nicht. Waffen verbessern juckt mich eher. Jetzt bitte hier hin. So, Rundenbericht. Ausgaben 4300 zu 3600 beim Farmwesen, 3600 bei den Störern. Ist okay. Das geht eigentlich. Weil wir doch mittlerweile unser Einkommen verdoppeln konnten. Ein Schnellreiter. Wir wollen. Okay. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Jetzt können wir wirklich Power raushauen. Und in Anbetracht dieser Gesamtkonstellation, die illyrischen Söldner hier, die bringen uns tatsächlich ganz gut was. Ja. Weil diese Phalanx-Einheiten, die der hat, die sind halt sehr anfällig gegen Fernkämpfer, ne? Also die germanischen Speerträgerbanden, die sind zwar unfassbar stark aufgrund der Phalanx, allerdings halt der Rüstungswert von 3 macht sie zu einem relativ leichten Ziel und der Schildwert von 5, naja, der ist nicht so verkehrt. Lass mal vergleichen mit unseren Bengels. Ne? Also ist das relativ identisch, ne? Von vorne werden wir nicht viel Damage machen gegen die, aber sobald die uns den Rücken zudrehen und die sind halt immobiler als wir, weil die halt in dieser Phalanx-Formation in der Regel rumlaufen, das können wir dann zu unserem Vorteil nutzen. Ja, okay. Die Frage ist, starten wir noch einen Angriff? Es ist mir fast ein bisschen too much. Ja. Ja. Wir reduzieren die Anzahl der vorzubildenden Einheiten durch Merging. Ihr wusstet hoffentlich schon, dass man dieses Gefolge auch übertragen kann. Also ich kann zum Beispiel hier den Griechenüberläufer oder den Veteran oder den Schnellreiter oder den Rüstungsschmied oder so, den kann ich auch hier auf ihn rüberziehen, ne? Per Drag and Drop geht das tatsächlich. Wollte ich nur mal sagen. Man kann nur das Gefolge nicht doppelt geben. Der hat, warte mal, 11 einer, der hat genauso viele Einheiten wie wir. Der hat halt nur viel mehr Kavallerie. Die haben diese Langstreckenfernkampfwaffen, ne? Die haben so eine super Reichweite. Ist jetzt auch nicht halt. Also die sind echt brauchbar, ne? Aber Römer, High-Tier-Römer knacken damit, können wir vergessen, ne? Da müssen wir halt wirklich gucken, dass wir da die Römer ins entsprechende Territorium locken. Wir können eine Katapult hier bauen, das halte ich für eine super Sache.
und wir pumpen jetzt hier mal weitere Einheiten raus. Jede Runde eine Elite-Einheit. Weil die Römer werden uns auch bald angreifen. Da mache ich mir keine falschen Hoffnungen. Auch wenn die schon viele Gegner haben, aber ja. Okay, noch 1, 2, 3. Da haben wir noch 2 Siedlungen, denke ich mal. Dann haben wir die Makedonen. Mein Herr. So, dann was haben wir hier? Da ist der Brite. Einmal Handelsrechte bitte. Und einmal wertlose Karteninfos. Ja, mein Herr. Da sind die Skipi. Ich rede mit Ihnen. So, Bruti haben wir schon. Senat haben wir noch. Und dann kommen die Spanier ran. Jetzt seht, wie wichtig die Häfen sind, ne? Wir haben sofort die Handelsrouten etabliert, ne? Ist schon sehr gut. Ja, wir haben ja im letzten Teil schon über diesen ersten Daker-Feldzug oder Dakien-Feldzug gesprochen, der von Trajan durchgeführt wurde. Wir haben auch schon über Domitian gesprochen und seine Unternehmungen gegen die Daker. Und wir haben ja auch schon gesprochen, warum die Daker in den Augen der Römer eine Bedrohung darstellten, weil sie ja immer wieder dieses wunderschön klangvolle Gebiet namens Mösien plünderten. Und heute gucken wir uns den zweiten Daker-Feldzug dann eben ein bisschen an. Der ging von 105 bis 106 nach Christus, also relativ kurz eigentlich. Das ist vielleicht aber nicht verwunderlich, wenn wir uns angucken, wie viele Truppen da bei diesem Daker-Feldzug beteiligt waren. Die Quellen sprechen von ungefähr 15 Legionen. Das müsste in etwa der Hälfte der vollständigen Armeestärke des Reiches entsprochen haben zu dieser Zeit. Es ist also Vorsicht geboten bei dieser Zahl. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Römer mit einem sehr großen Truppenaufgebot oder Trajan eben mit einem sehr großen Truppenaufgebot diesen zweiten Daker-Feldzug eben ins Werk setzte. Hinzu kommen natürlich noch die Hilfstruppen, die wir an der Stelle nicht vergessen dürfen. Dazu zählen halt eben auch die Alliierten Roms, die eben Hilfstruppen stellten. Auf jeden Fall wird es ein großes Heeresaufgebot gewesen sein, das dazu dienen sollte, den Decebalus, also diesen Anführer der Daker, ein für alle Mal in die Schranken zu weisen und Dakien zu einer römischen Provinz zu machen, beziehungsweise zumindest zu unterwerfen oder so zu schwächen, dass sie nicht mehr für Rom gefährlich werden konnten. Weitere wichtige Zeugnisse, achso, vielleicht sollten wir das erstmal so noch erklären. Die Quellen sprechen davon, dass Decebalus selbst den Krieg begonnen haben soll, also eben nicht die Römer. Letzten Endes ist das nicht erheblich für den Ausgang dieses Krieges. Die Römer waren ja sowieso immer der Meinung, dass sie ein Bellum Justum, also einen gerechten Krieg eben führten. Dazu haben sie sich die Geschichte ja auch schon mehrfach zurechtgebogen. In dem Fall ist es aber wirklich gar nicht so erheblich. Der Angriff auf die befestigten Brückenköpfe der Römer bei Drobeta, also da war die, ich glaube, es war eine der längsten Brücken, vielleicht sogar die längste Brücke der damaligen Zeit, auf jeden Fall in Europa, die Trajan über die Donau eben bauen ließ. Wahrscheinlich eben mit dem Ansinnen dann auch, in Dakien weiterhin Krieg zu führen. Ja, dieser Angriff auf den Brückenkopf, man kann es taktisch auf jeden Fall auch so interpretieren, dass Decebalus hier eine Chance gewittert hat, den Vormarsch der Römer halt so weit zu stoppen, dass er sich nochmal ein gutes Stück Unabhängigkeit hätte erkaufen können. Im ersten Krieg war er gegen die Römer unterlegen, musste sich mit einem Friedensvertrag zufrieden geben. Die Römer haben ja nach dem ersten Daker-Krieg 101 bis 102 nach Christus eben keine weiteren
Anstrengungen übernommen. Man vermutet, das hatte auch was so mit den Witterungsverhältnissen und so zu tun. Ne? Also der Krieg war da noch nicht so ganz vom Tisch. Decebalus hatte sich ja erstmal mit so einem Friedensvertrag abgeben müssen und wollte sich dann natürlich aber weiter die Unabhängigkeit erstreiten und vor allen Dingen auch die Unterstützung seiner Gefolgsleute erstreiten. Man darf das ja auch nicht vergessen, diese Könige in Dakien regierten ja nicht aus dem Koffer heraus, um es mal so zu sagen, sondern die brauchten Unterstützer, Gefolgsleute, die Nobilitas, die hinter ihnen stehen musste. Und das konnte man natürlich nur, da fällt mir gerade übrigens mal was auf, das konnte man übrigens nur mit einer entsprechenden, wenn man einen militärischen Erfolg vorzuweisen hatte, für sich in Anspruch nehmen. Das ist, glaube ich, hier eindeutig. Ja, dieses große Heeresaufgebot war Trajan offenbar nicht genug. Die Trajanssäule selbst spricht noch davon oder zeugt davon, dass es Trajan wohl gelungen ist, auch die Verbündeten der Daker abspenstig zu machen durch diplomatisches Geschick. An dieser Stelle müssen wir natürlich sagen, auch diese Trajanssäule, das habe ich schon mal bereits darauf hingewiesen, ist mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir, der Günner ist jetzt keinesfalls ein Advokat, der sagt, wir dürfen den Quellen überhaupt nicht mehr glauben, ja, sondern ich will nur einfach darauf hinweisen, dass diese Quellen natürlich wie diese Monumente, die erfüllen ja einen bestimmten Zweck und den sollte man sich dabei vor Augen halten. Insofern die eigene Quelle immer kritisch beurteilen. Quellenkritik ist ja so das Handwerk der Historiker auf jeden Fall. Das ist das, was die Geschichtswissenschaft auf jeden Fall auszeichnet, diese starke Quellenkritik. Aber wenn man sich jetzt auch auf gar keine Quelle irgendwie verlassen könnte, dann hätten wir überhaupt keine historische Erkenntnis. Ne? Also das sollte man hier vielleicht noch erwähnen. Es war tatsächlich zuerst übrigens Decebalus auch gelungen, den römischen Anführer der Streitkräfte, Pompeius Longinus hieß er, glaube ich, gefangen zu setzen. Er wollte ihn gerne als Geisel nutzen, um sich bessere Friedensverhandlungen zu erkaufen. Hat allerdings nicht geklappt. Longinus hat sich in der Gefangenschaft selbst das Leben genommen. Also das ist schon fast hier Game of Thrones-Style. Ja, und hat damit eigentlich die Möglichkeiten einer günstigen dakischen Verhandlungsposition zunichte gemacht. Und dieses große militärische Aufgebot Trajans, das war einfach auch genug, um die Daker dann ein für alle Mal zu schlagen. Ja, also ja, die Daker hatten diesem großen Truppenaufgebot einfach nicht mehr viel entgegenzusetzen. Tatsächlich eben das ein militärischer Triumph, den Trajan gerne feiern wollte. Decebalus hat ihm aber nicht die Chance gegeben, dass er bei einem möglichen Triumphzug durch Rom geführt wird, sondern Decebalus hat sich angeblich selbst sogar die Kehle durchgeschnitten und sich damit das Leben genommen, um einer Gefangennahme durch die Römer zu entgehen. Also insofern auch kein wirklich ruhmhaftes oder rühmliches Ende für so einen doch wohl sehr fähigen Politiker, wie er einer gewesen sein muss. Ja, damit lassen wir es denn erstmal gut sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und freue mich auf den nächsten Teil und sage bis dahin, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.